Leute, was geht ab? Hier ist euer Brew. Wie ihr seht, ich habe den Controller ausgepackt und wir spielen Watch Dogs. Ja, ich habe ja ein erstes Let's Play, eine Einführung gemacht für das Spiel, um besser damit klarzukommen. Euch das zeigen, mit der Tastatur gespielt und mit der Tastatur ist es echt scheiße. Ich habe zwei, drei Missionen übersprungen mit dem Controller, dass ich ein bisschen besser reinfinde und bin immer noch in der Akte 1. Ihr habt nicht viel verpasst. Ich bin jetzt ein bisschen vertrauter. Ich kann zu viel sagen. Wir waren auf dem Geburtstag bei meiner Schwester. Da hat ein Typ angerufen. Den Typ haben wir dann natürlich gehackt am Telefon. Haben wir vermöbelt zu den Typen. Habe ich einen neuen Auftrag gekriegt von dem Chinesen. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Der jetzt anruft. Ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsch dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Ja, dann Fahrerauftrag von diesem jungen Herrn bekommen. Fahrerauftrag gemacht. Ist wieder jemand gestorben. Haben wir eine neue Zielperson kennengelernt. Nach diesem Auftrag hatten wir ein Attentat auf den, der mich gesehen hat in dem ersten Folge, wo ich gesehen habe, wo ich da in dem Fußballstadion war. Da hat mich jemand entdeckt, hat überlebt und den haben wir dann zur Strecke gebracht. Und jetzt ist noch eine Augenzeuge im Gefängnis und da werden wir jetzt hingehen. Und seid auf was befasst, weil es sind auch Online-Spiele. Also viel Spaß beim Zuschauen. Ist das der Typ aus dem Fernsehen? So, meine ersten Eindrücke des Spiels ist einfach genial, es macht Spaß, es hat ein bisschen was von GTA, aber schaut euch irgendwann das einfach mal an, wie schön ausschaut, die Menschen und alles. Ist halt bei GTA nicht so. Und dann ist mit den Hacking, das ist echt Vielfalt. Also man kommt echt wirklich von den Missionen ab und macht nur Nebenmissionen. Und die Zwischensequenzen ist echt cool gemacht. Kalen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Ach so, das ist ein Gefängnis. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Never again! Smith! Ich bin ein Gefängnisinsasse. Wer noch eine Zelle von innen nicht gesehen hat, in Hightech 4, hier habt ihr es. Und ich habe mein Handy.
Jetzt rein da! Ich bekomme 20 Minuten Prügel, Scheißkerl! Heul nicht rum! Okay. Wie kommen wir da bis? Rein. Alles nicht so einfach. Pali. Ja, aber der läuft ja nicht weiter. Ich muss zum Energiefilm machen. Knifflige Aufgabe. Und das ist halt echt interessant. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Okay, also Tür ist auf. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Verdammt.
von Angebern und Prahlern. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Ein Weg führt in den wirtschaftlichen und sozialen Ruin. Auf dem anderen läuten Sie mit mir ein neues Zeitalter für Chicago ein. Nein, ich war so gut bei. Dieser Politik, die uns die Jobs wegnehmen mit der ganzen Bürokratie. Dieses Gehalt haben sie schon gekürzt. Was? Scheiße, Mann. Totale Scheiße. Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir vielleicht tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Oh, Swing. An die wahren Familie, Mann. Ich glaub den Scheiß auch nicht. War eine gestellte Hinrichtung. Hallo? So blöd. Ich hab ne Theorie, Mann. Nein, Mann. Und wie krieg ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht! Nachdem wir mit dir was fertig vor? Sind. Ich gehe nicht mit zum Korrupten. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller! Die sind im Keller! Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es doch nicht. Maurice. Die haben ihn. Vielleicht ist er tot. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Fick nochmal. Gib mir Namen. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Mein Freund, oder wie auch immer, ich helfe dir.
Okay, ich muss jetzt die Tür hängen. Okay, mal. Schusslinie! Du hast keine Chance! Mit unserem Schuss! Köpfe runter! Bring dich zurück! Ich brauche Beamter verletzt! So war das nicht! Mich wird geraten! Was wird auf dich? Zeit. Schütz! Zeig deinen Punkt! Ja, so gut! Wow, das ist der Endgegner. Schiff, das darf doch nicht wahr sein! Tunus, das tut! Da haben wir ihn, den großen Rächer hier. Geld gibt. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Gemein. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran.
Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Ach, der macht mich fertig, dieses Chines. Ach. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Patrouille ist am Verdächtigen dran.
kommen. Fahren Sie sofort! Pinkeln Sie ja die Auswand! Oh, Stockfeuer wäre auch noch da. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich. Nein! Ich will nicht. Halten Sie sofort an! Wow. Geben Sie auf und fahren Sie sofort ran. Wow. Wir haben ihn aus den Augen verloren. Was zur Hölle ist denn kommt? Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Damien schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Das war ein Burger, würde ich sagen. Du siehst irgendwie anders aus. Erstmal ein Burger! Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest einen zweiten Hacker bei Melojob. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Aufreihen, ich seh nicht. Keine Musik. Hallo. Ah, guck. Und ja, meine Freunde, Watch Dogs, eine Mission, die es in sich hatte. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Brew, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.